sofort bei Ihnen zu bedanken, dass wir zum fünften Mal hier Gast sein dürfen. Begrüßen Sie mit mir bitte Thomas Hesse, den Bahnhofsmanager vom Berliner Hauptbahnhof. Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Zeitung des Schulburg, liebe Herr Hoche, Frau Volldauf, liebe Gäste, liebe Künstler, liebe Berlinerinnen und Berliner, Reisen, Besucher, habe ich vergessen, die Presse natürlich, die auch bei der AfD anwesend ist. Ein ganz herzliches Willkommen meinerseits hier im Berliner Hauptbahnhof, dem modernsten Kreuzungsbahnhof Europas. Das ist die wenigsten, da muss ich nur wieder sagen, 300.000 Besucher, alles in jeden Tag hier, diesen Tag 1200 Züge in 24 Stunden und genau mittendrin Ober. Moderne Musik, zeitgenössische Musik. Mein Glückwunsch gilt Ihnen, aber voll mit Ihrem Team und den Künstlern zum 5. Geburtstag. Vor 5 Jahren haben wir im Büro gesessen und darüber nachgedacht, wie könnte man diesen modernen Bahnhof, diese Architektur einbringen in ein Konzept der zeitgenössischen Musik. Von Neuerungen, von Opern. Das ist gelungen. Ich glaube, Zürich war skeptisch damals, das ist ganz genau. Aber es ist gelungen und ich freue mich sehr, dass ich zum 5. Mal Sie alle hier in der Hauptbahnhof begrüßen durfte. 11 Tage lang wird es immer so sein, dass Sie hier zu verschiedenen Tageszeiten, na, vor allem auch Nachtzeiten, sage ich ja, unsere Besucher, unsere Gäste, die hier zum Festival kommen, begrüßen können. Es ist eine gelungene Symbiose zwischen der Architektur, ein- und ausfahrenden Zügen, der Musik, den Tönen, den Ansagen vom Bahnhof. Ich glaube, etwas Besseres kann es eigentlich gar nicht geben. Und der Besucheranteil der letzten Jahre, Besucher, die immer wieder sich gemeldet haben, ganz achter Einfahrt, hat gezeigt, dass es angenommen wird. Und ich freue mich, dass es wieder gelungen ist, dieses Jahr das zu organisieren. Es gibt viele Helfer. An der Stelle auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön an alle, die das unterstützen, ob es die Mutterin Bahnhof sind, ob das ihre Partner sind, ob das die Künstler sind. Vielen Dank, dass Sie alle hier an den Hauptbahnhof kommen und dieses Festival gestalten. Ich bin kein Mensch, der lange wurde, sondern es geht jetzt Programm. Herr Rodol, alles, alles Gute den Künstlern, der Mannschaft, den Organisatoren für die nächsten 11 Tage und allen Besuchern einen angenehmen Aufenthalt und viele schöne Stunden zum Festival hier. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen, die Reisenden, von wo auch immer Sie gerade kommen. Der Moment mag Sie überraschen. Verbindung zu suchen ist auch unser Wunsch. Ungewöhnliche Verbindung mit dieser Ort, der auch steht. Fernreisen, Nahreisen, Treffen, Abschied nehmen, ankommen. Manche Künstler, die in den letzten 5 Jahren hier gearbeitet haben, sind so inspiriert von diesem Ort, dass sie Ideen weiterentwickelt haben, die sie gerne hier aus der Erkenntnis des Ortes jetzt in diesem Jahr umsetzen wollen. Ich nenne nur 2 Beispiele. Theo Nabicht, der in jedem Festival hier gespielt hat, der nicht genug bekommt, diesen Ort musikalisch zu spielen. Er wird 24 Stunden lang eines der schwersten Stücke, die es für sein Instrument, das es die Bassklarinette gibt, 24 Stunden lang wird er dieses Stück spielen. Die Aufgabe hat er sich selber gefunden. Es war sein Wunsch, nachdem er 5 Jahre hier gespielt hat, diesen ungewöhnlichen Ort mit einer ungewöhnlichen musikalischen Performance zu bereichern. 24 Stunden. Eine andere Künstlerin hat sich entschlossen, morgens um 6 Uhr, nämlich morgen früh um 6 Uhr, den Bahnhof musikalisch zu begrüßen. Ich glaube, ich habe sie irgendwo gesehen, sie sind noch möglich. Jetzt noch hier, morgen um 6 Uhr, kann man hier zuhören. Das sind Eigeninitiativen von Künstlern, die diesen Ort inspirieren. Ihre eigenen Ideen. Eine dieser Künstlerinnen ist Julie Cartier, die in den Vorjahren hier aufgetreten ist. Sie hatte eigentlich schon letztes Jahr den Wunsch, ein Stück von John Tavener zu spielen, das Sie nachher hören werden. Extra hier für diesen Ort hat sie gerade das Schöne.
aber es ist ein Stück für Solo, Cello und Chor. Und wir haben in diesem Jahr tatsächlich einen Chor gefunden, der sich auf dieses Abenteuer eingelassen hat, hier zu singen. Und diese Verbindung ist eine doppelte. Wer von Ihnen vielleicht letztes Jahr bei der Eröffnung dabei war, erinnert sich, dass wir das Jugendsinfonieorchester Marzahn zu Gast hatten. Weil für uns ist auch wichtig, nicht nur die Verbindung zu den Reisenden, sondern zwischen den sogenannten professionellen Musikern, jungen Menschen, die anfangen zu musizieren, und solchen, denen Musik ein Hobby ist. Diese Verbindung ist ganz wichtig und deshalb gehen wir heute, an dem Eröffnungstag des Festivals, auf diese Verbindung ganz bewusst ein. Und ich freue mich, Ihnen also den Chor der Jesu-Kirche vorstellen zu können, die zum ersten Mal hier im Bahnhof singen. Herzlich willkommen.